Wie geht man vor, wenn man eine Gerade an einem Punkt spiegeln muss? Also, wir gehen davon aus, wir haben eine Gerade G und einen Spiegelpunkt gegeben und suchen die Spiegelgerade H. Wie sieht die Situation aus? Die Gerade G und irgendwo mein Punkt S. Ich suche die Koordinaten von der Spiegelgeraden H, die vielleicht in etwa so aussehen würde. Erstmal, man erkennt, wenn ich eine Gerade an einem Punkt spiegel, bleibt die Gerade parallel. Das heißt also, wenn ich H angeben möchte, brauche ich einen Stützvektor und einen Richtungsvektor. Den Stützvektor nenne ich A und den Richtungsvektor nenne ich B. Der Richtungsvektor ist am einfachsten. Dadurch, dass die Geraden parallel sind, übernehme ich B einfach von der Geraden H. Ich sage also, B ist der Richtungsvektor von der Geraden G. Das heißt, den übernehme ich einfach. Und wie komme ich auf A? Naja, irgendwo auf der Geraden G liegt mein Stützvektor von der Geraden G. Oder Ortsvektor, oder wie Sie ihn auch immer nennen mögen. Und wenn ich diesen Stützvektor an S am Spiegelpunkt spiegel, erhalte ich automatisch einen Stützvektor von der Geraden H. Das heißt also, ich erhalte A, indem ich den Stützvektor von G am Spiegelpunkt S spiegel. Das heißt, ich mache eigentlich nur Folgendes. Ich nehme den Stützvektor von der Geraden H, spiegel ihn an Punkt S, erhalte einen Spiegelpunkt. Also erstmal nur Spiegelung Punkt an Punkt. Das ist mein neuer Stützvektor. Und den Richtungsvektor übernehme ich einfach von der Geraden G.